Und da sind wir wieder. Also, ich bin wieder da. Wir sind immer noch irgendwo mittendrin. Und ich muss jetzt mal schauen. Nein, da bin ich ja. Muss mal schauen, ob ich diese Gegenstände, diese geworfenen Gegenstände, ob ich den auch ein Ding draufpacken kann. Hier war ja nichts. Oder? Doch da. Versteckt. Und was hast du heute? Was ich habe. Weil wenn ich da mich auch einen Gegenstand draufpacken kann, dann wäre das richtig genial. Blutung, wäre eine Idee. Das wäre das Beste. Das geht natürlich nicht. Amulette. Amulette habe ich schon belegt. Okay, ich brauche es anders. Blitzschatten wäre eine Idee. Geht das da drauf? Es geht da drauf. Oh mein Gott. Ja. Bringt doch nicht so viel, wie ich dachte. Bringt gar nicht so viel, wie ich dachte. Das ist scheiße. Ich hätte das anders nehmen sollen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Aber ist nicht das Problem. Jetzt mal Angriffsgeschwindigkeit. Das wäre natürlich noch eine Idee. Ich verkloppe die Dinger jetzt einfach, die ich habe. Ordnung hat hier. Eine Pengklaue? Nee. Das Ding habe ich nicht. Das war vollständig. Dämonenblut haben wir dann. Haben wir dann auch vollständig? Schon wieder. Das haben wir. Die Pelz. Und das haben wir. Den Reptorenzahn. Na komm. Bist du sicher, dass du alles hast? Nein. Halt, das ist der Brunnen. Hier ist gar nichts von denen. Hier ist gar kein sauberer. Halt! Ach schon. Gut versteckt ist er. Wenn der Gegenstand zerstört ist, kehren die Kräfte in das Relikt zurück. Also dann packt man mich den Feuerding da drauf. Ja, bringt ein bisschen mehr. Bin quasi schneller geworden. Lebe wohl. Lebe wohl. Jawohl. Jetzt habe ich nichts Neues mehr. Gut, testen wir gleich mal. Dann mache ich mich jetzt noch mehr Schaden mit dem geworfenen Ding. Testen wir. Es ist natürlich dunkel, gell? Oh ja. Jetzt wirft er richtig schnell, der Kerl. Ui, da. Alter. Der Typ geht jetzt richtig ab. Jetzt aber. Bleib liegen, passt schon. Jawohl. Langsam wird's. Sehr geil. Die geworfenen Dinge habe ich jetzt immer unterschätzt, beziehungsweise waren die irgendwie interessant für mich. Aber das jetzt ist richtig geil. Sind wir noch schneller durch. Gold, 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 Gold. Zauberer, Markkämpfer, weg. Gut, dann haben wir die Ecke. Alter, eine Höhle. Ich habe einen Gegner, wo er ein bisschen mehr aushält, dass ich sehen kann, wie. Alter! Treffen muss man natürlich, ist klar. Treffen muss man. Hier noch jemand? Nein. Oh Gott, der Typ. Also wie gesagt, ich habe noch nie an diesem Punkt im Spiel schon so viel Damage gemacht. Noch nie.
Der Typ geht jetzt richtig ab. Allerdings darf ich jetzt nicht außer Acht lassen, dass ich meine Energie, meine Lebensenergie stark aufleveln muss. Die Gegner jetzt doch häufiger stärker werden. Vor allem im Berg Uaso werde ich noch öfter meine Grenzen stoßen. Noch eine Höhle? Ich im Bar bin. Wie gesagt. Alle quasi One-Hitte. Da habe ich mir nicht so sicher werden. Die wollen eine extra Runde drauf und dafür länger leben. Da hat doch gerade noch einer gezuckt, ich habe es noch gesehen. Oder auch nicht. Da habe ich mich über verschaut. Die Lebensenergie steigt natürlich, geht es nicht raus da. Sehr langsam jetzt. Natürlich nicht so praktisch ist gerade. Dass ich wieder Tag wird. Jetzt überlege ich gerade, was geht's denn hier weiter? Ach ja. Voll in die Fresse. Er hat sogar zwei Treffer gebraucht, der Junge. Noch eine Höhle, okay. Sehr höhlenreich hier. Yay, Bogenschützen. Ein Bogen besser, wo er mehr Reichweite hat, aber es hilft ja nichts. Ich muss das nehmen, was ich habe. Da hörst du jetzt mal auf. Eins, zwei, drei, vier. Ich kämpfe noch mit diesem Ding aus. Ja, wer bist du denn? Kannst du was? Du kannst ja gar nichts. Okay. Jetzt ziehen wir auf jeden Fall ziemlich viel Energie ab, die Jungs. So, jetzt ist es gleich 10. Okay. Das heißt, ich kann doch nicht so viel. Na gut, ich habe jetzt eh schon mehr aufgenommen, als ich eigentlich dachte, wollte. Komm recht gut durch gerade. Erstaunlich. Normalfall zieht sich hier Babylon, also der Orient immer relativ lang. Gut, es ist nicht orientiert in dem Sinne. Die Seitenstraße, nehmen wir die Seitenstraße.
Nochmal zieht die sich immer ewig lang. Hätte ich doch diesmal was richtig gemacht bei der Zusammenstellung von den Klassen. Yay, Pengs! Sogar den Großen gewonnen hättet. Okay. Gefällt mir. Das brauche ich mit der Klemmwaffe genauso viel Schaden wie mit der Großen. Also mit der Fernkampfwaffe genauso viel wie mit der Nahkampfwaffe. Noch nicht ganz, aber ich arbeite dran. Ja, aus welchem Glück nicht. So verschwindet. Ein Knechtschaftsring. Ja, Typ, ey. Unfassbar. Mongolische Hochebene. Jetzt kommen wir langsam zu diesem Tijon. Zu diesen Gestreifen, die immer so wahnsinnig viel Schaden machen. Diese Zauberer da. Säbelzahn. Ich glaube, das ist ein Schwert. Das riecht hier noch mal. Ja, so kann man da durchgehen. Genau, die Schwarzen sind die gefährlichen. Wir haben extra Speed irgendwie. Hey, jetzt habe ich wieder ein paar Gerippe. Skelette. Nicht ganz so langweilig wird. Vergessen, im Messer zur Bar gehen. Zauberer? Wo ist er? Da ist er. Ist ja gefährlich. Diesmal nicht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade nicht viel zu erzählen. Ich wüsste momentan gerade nicht was. Sehen. Ist ja witzig. Hier noch ein Raptor? Natürlich. Jetzt hört halt mal auf, um auf mich abzugehen hier. Mich anzugreifen. So, bleib mal stehen. Gucken wir mal, der Säbelzahn. Der ist mich richtig böse. Eigentlich. So, die falsche Taste. Schau. 954 kann man machen. Muss man aber nicht. Alter. Ich brauche dringend einen Gegenstand mit Angriffsgeschwindigkeit. 979. Ich glaube, gleich ist vorbei. Sweet. Ich brauche dringend eine Stadt. Ich brauche dringend eine Stadt, wo ich mein Schwert noch verbessern kann. Aber sowas von dringend.
Aber nein, ich warte jetzt, bis ich in der nächsten Stadt bin. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich glaube, ich habe noch irgendwas mit Angriffsgeschwindigkeit, das verbessert werden kann. Obwohl, Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich okay. Eigentlich muss ich nur was finden, was richtig viel Schaden macht. Ja, spring ins Leere. Halt, ich bin ja schon hier. Hier wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte doch erst die Hülle da oben noch machen. Da ist nix. Beziehungsweise... Ne, ist nix mehr. Dann schauen wir mal unten nach, was da los ist. Da hat mich der andere Teil auch satt gesehen. Das ist er. Die sind zwar ganz nett auf Dauer, aber sind sie nervig. Hey, Rattenmensch. Wundervoll. Gib mal du. Halt still! Mir fehlt meine Fernkampfwaffe. Was haben wir denn da? Was bist du denn? Ich bleibe lieber bei deinen Kollegen. So, was hat er verloren? Gold. Na komm, nimm's mit. Gut, geht's weiter. Was war die hier, die hier, die hier, die hier und den da. Doch mir geworfen, kann das sein? Ich finde einfach. Oh, ich glaube, wir sind bald in Chang'an. Ja, es kommt ja noch die große Mauer. Wobei, das ist mir jetzt auch gleich. So krass, wie der Typ hier durchrusht. Diese roten Burgenschützen, die man eben schon gesehen hat, die sind sehr mit Vorsicht zu genießen, die hier. Also die jetzt sind simpel, relativ simpel, aber diese Zauberer von denen sind richtig eklig. Ich hasse Magie einfach. So. Auch noch. Du, du. Da ist schon einer. Da ist genauso einer, den ich hasse wie die Pest. Na komm, komm. Auf. Ich glaube, er liegt schon am Boden. Ja. Du hast keinen Platz mehr. So. Du noch. Doch. Wundervoll. Was ist denn los, Mama? Hilfe! Meine Tochter, sie ist im Dorf gefangen! Hilfe! Da ist der Raptor. Wo ist das Kind? Ach, da ist das Kind. Der kann ja nicht mehr triggern, oder was? Ist für einer. Pussy. Wie der Kleine läuft. Absolut traurig. Meine Tochter lebt? Ach, Fremder, vielen Dank. Vielen Dank. Du brauchst sie nur umdrehen, dann siehst du sie. Ja, genau, das sind die.
Oh, Zauber, weil ich sie hasse, ich sie hasse. Du bist eingeäuselt. Den nehme ich mit. Das auch. Und das. So, wenn ich mich richtig entsinne, war hier auch noch. Alter! Du hast keinen Platz mehr. Na, endlich! Ja, sieht ziemlich voll aus. Was willst du denn? Das blöde Schwertblöcke bin ich auf dem Platz da. Ich könnte es so machen. So und so und so und so und so und so. Aber den Stab bringe ich dir mal rein. Du hast keinen Platz mehr. Tja, na gut. Dann springen wir zurück zu Seitenstraße. Und es hängt dann noch das Ohr an zu jucken, also wirklich. Wir verkaufen an jeden. Fair zu allen. Ich damit. Das ist schön. Das freut mich. Du verkaufst also auch an den Feind, ja? Sehe ich das richtig? Immer diese Kapitalisten. Affenkönig, Adalas, den kann ich gleich verkaufen, beziehungsweise ja, die habe ich leer. Ich hoffe, vielen Dank. Schaut einfach schon wieder. Willkommen! Willkommen! Den Affenkönig hatte ich noch nicht. Aber den Adalas hatte ich. Der kommt runter. Dann habe ich diese komische. Die da. Die Pengklaue. Und jetzt brauche ich irgendwas für eine Waffe. Waffen? Nee. Amulette, Waffen, Lootdown, Durchschlagsschaden. Ja, Angriffsschaden in Leben gewandelt, das ist Magie, Bögen. Hat die eigentlich Blutungsschaden, die Waffe? Was hat die? Die hat gar nichts. Gift müsste ich irgendwas machen. Giftschaden? Hm. Okay. Ich mit Gift habe ich gar nichts für Waffen. Nur ich habe es alle schon in Benutzung. Ist schade, dass der Lazarus so wenig bringt. Blutungsschaden wäre schon cool. Habe ich irgendwo Blutungsschaden-Bonus oder nur Gift? Durchschlagswiderstand. Lebenskopfschaden. Und das ist Schwamm. Gut. Kriegen wir es auf 1000, oder? Alter. Mit zwei Schlägen mache ich fast genauso viel Schaden, wie ich Leben habe. Alter Schwede. Große Mauer, ich komme.
bald bin ich müde, das ist echt furchtbar. Das Schlimme ist, ich will noch stärker werden. Noch mehr Schaden machen. Waren denn nicht immer noch solche komischen Pflanzen irgendwo? Das war recht simpel. General? Unser Befehl lautet, die Mauer zu befreien. Aber diese Peng machen es uns nicht leicht. Ein Riesiger ist beim Wachturm dort hinten aufgetaucht. Die Männer wollen ihn nicht bekämpfen. Wir müssen einfach auf Verstärkung warten. Okay, oder Verstärkung. Komm gleich wieder. Der ist echt riesig. Na gut, so groß ist er wieder nicht. Ich kann sogar die mittleren wandeln. Das ist ja geil. Ich hab heute schon getroffen gehabt. Die weichen aus. Das ist ein epischer Bosskampf. Das ist übrigens die große Mauer hier. Alter, ich habe in Ägypten nicht angefangen, vor nicht mal 2 Stunden, hey. Na klar, es ging sie noch schneller hier durchzukommen, aber das ist echt für mich als Rekordschau. Du hast den Riesen Peng besiegt? Ja. Er hat ein Dutzend unserer Männer wie Fliegen davon gefegt. Nun, ich danke dir, Krieger. Bitte überbringe dem Kommandeur die Nachricht, dass wir die Mauer bald befreit haben. Jawohl. Verzeihung. An lässt die mir lange auf sich warten. Bisschen dauert es noch, aber. Ich weiß nicht, mache ich das heute noch? Ich meine, so gesehen habe ich ja in Ägypten angefangen. Babylonische Gärten, die Mauer dazwischen. Zwei. Hab ich was umgebracht? Die Sau. Hat's aber nicht alle. Muss ich da mal schauen, wie viele Folgen ich schon habe. Nicht, dass ich schon 2 Wochen im Voraus produziere. Dann sollte ich lieber noch ein bisschen Eurotruck aufnehmen. Da werde ich so müde, wenn ich jetzt fahre. Nichts. Danke. Der hat Gold verloren. Also diese hellgrünen Gegenstände sind auch teilweise recht gut, habe ich den Eindruck. Also waren die alle grün? Na, kommt mal her, ja.
Lass mal die realen Menschen in Ruhe. Captain? Sie, Chans Patrouille macht also Fortschritte? Hervorragend. Es freut mich zu hören, dass unsere Männer die Sache im Griff haben. Die ja nicht wirklich im Griff haben. Mir kann nicht schaden. So, hier habe ich doch schon irgendwie einen Schnaufen hören. Ja, das sind auch solche Bestien. Das will ich auch nicht für aushalten. Auch hier haben wir einen Zauberer. Ein Hakenschwert des Eises, okay. Gut, die Feuertypen machen mir nicht so viel aus, die stören mich nicht. Aber die blauen sind richtig gefährlich. Habe ich zumindest bis jetzt so in Erfahrung gebracht. Klar, ich hab schon so rote Wölfe an. Tiger. Soll ich was sagen? Ich stehe wieder kurz vom Level ab. Ja, zu euch komme ich gleich, keine Sorge. Keine Sorge, ich bin gleich da. Die Blauen, wie ich schon sagte, ja. Du Messstück, jedes Mal. Ach, wie ärgerlich. Dann laufen wir den ganzen Weg halt nochmal. Jedes Mal denke ich es mir an derselben Stelle. Die blauen sind die Zauberer, aber diese grünen mit diesen. Ja, ich sag jetzt mal Windpocken. Das sind die richtig ekligen. Dragoner. Wie viele Lebenserfahrungspunkte habe ich jetzt wieder verschenkt dadurch? Was macht ihr denn? Wäre auch witzig, nachdem es eine geworfene Waffe ist, dass die sich eigentlich irgendwann aufbrauchen müsste. Oder? Na gut, beim Bogen müsste dann auch so sein, dass du irgendwann keine Pfeile mehr hast. Nur mal so als Anspruch, Digga. Was meinte ich eben mit dem zu sicher sein? Dass ich dann nachlasse. Ich lieber nochmal eine extra Runde wegzurennen. Als Getümmelstürze und Durchzieher. Und dann versage. Ach, wie ärgerlich. Niemand mehr? Niemand. Bekommen Sie dann. Sinewin Sila. Die schönen asiatischen Städtchen hier. Wir haben diesen Telkine gesehen, von dem du sprichst. Er trug eine große Sichel und war von diesen verfluchten Bestien umgeben. Wir haben beobachtet, wie sie von der großen Mauer kamen und dann im Jingyang-Wald verschwanden, und zwar in Richtung Chang'an. Chang'an. Wir verkaufen hier Dinge für die Anwender der Magie, nicht für Krieger, in Ordnung? Okay.
Ich glaube nicht, dass es besser ist. Nee. Nicht sehr viel schlechter, aber nicht wirklich besser. Ach, das ist ja ein Zauberer, der hat doch gar nichts. So, vielleicht einen schönen Ring? Ja gut, besser als das, was ich jetzt habe. Kann er eigentlich nichts haben. Guten Tag! Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wald gehen. Ich habe gehört, dass dort eine schreckliche Bestie umherstreift. Na, die kleine Spinne. Moi. Du kommst an einem vielversprechenden Tag zu uns. Schau dir an, was wir zu bieten haben. Das wäre für die Wachen des Kaisers akzeptabel, aber nicht für mich. Das ist alles so. Das ist der Einzige, der mich interessiert, aber naja. Der hat auch nichts Vernünftiges. Möge das Glück dich anlächeln. Ja, möge es das. War nicht irgend... Genau, da war doch einer. Dies sind gefährliche Zeiten, nicht wahr, Krieger? Die meisten von uns trauen sich nicht zu reisen. Selbst wenn wir einen guten Grund haben. Aber einer wie du, der reist frei umher. Deine Statue, richtig. Es gibt da ein wertvolles Ding. Es ruht in einer Höhle im Xinjiang-Wald. Obgleich es schon ziemlich wertvoll ist, würde ich dafür mehr bieten, als es wert ist. So sehr möchte ich es gerne haben. Ich hol's dir. Jetzt hätte ich denn eine Wahl. So, den machen wir noch einen diesmal. Gut, das ist der Brunnen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.